So, in Diamond City sind wir ja angekommen. Schnell. Und wir... Kann ich die Waffe wegstecken? Ich wüsste jetzt gar nicht. Waffe wegstecken, wie war denn das? Mit R? Nee, das Reloaden. Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Hm. Institut, ich weiß, um was Danke. Es geht. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Jawohl. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Ach, Valentine, genau. Er hat nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Thanks. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Oh, du wiederholst dich, Alter. Mach dich in die Schule und lern ein bisschen. Ich glaube, es hackt. So, warte mal, wo ging's denn zu der alten rein? Public Occurrence. Warte mal, wo war denn das? Und das hier? Nee, war ja auch noch eine Tür. Sagt Bürgermeister McDonough die Wahrheit? Was hat er zu verbergen? Lest die Public. Ach, scheiß drauf. So, moin, hier bin ich. Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Was? Ja, alles klar. Hör zu, ich wollte es nur gesagt haben. Du bist ein Vault-Bewohner. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Du bist doch besoffen. Na los, komm. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Kalt. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Natürlich. Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott, der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ist scheiße. Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Okay, was für ein schönes Zitat. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Könnte das sein? Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Nicht die Hoffnung verlieren, Rache nehmen, einen Tag nachdem andere Leute ignorieren, Entführung. Nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme.
auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Yeah! Nächstes Level. Abgeschlossen die Story des Jahrhunderts. Alter, du bleibst mal hier. Ich gehe jetzt mal zu Valentine. Warte mal, gibt es hier noch ein Heft? Gibt es ja manchmal irgendwo Hefte, die hier rumliegen. Geh weg! Mal gucken, was du hier hinten machst. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ist hier oben irgendwas? Kaffee, Hartlammern. Warte mal, Hartlammern. Die brauchen wir. Und die Meterpatronen. Okay. Wir pissen uns jetzt raus und die läuft mir natürlich jetzt hinterher. Und wir gehen jetzt zu Valentine. Zum Detektiv Valentine. Und der war, glaube ich, links hinterlaufen. Hier los. Keine Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort! Er ist ein Zünd! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Headshot! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Zünds in deinem City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia! So. Gib mir die Impro-Pistole noch her, danke. Was ist passiert? Du bist jetzt. Da. Was ist passiert? Ich bin kein Zünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Du kriegst keine Minute. Du bist jetzt zu Valentine. Ich glaube, das war hier hinter. Detektiv. Manchmal muss man sich echt fragen, jetzt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss noch Kinder haben. Da ist es doch. Meinst du die Ring? Doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Ach, ich glaube, ich muss den sogar befreien. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Warum ist es dann offen? Das ist wichtig. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg, verschwunden. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Jawohl. So, okay. Ab geht er, Peter. So, okay, das haben wir abgeschlossen schon mal. Das ist schon mal sehr hervorragend. Und jetzt gehen wir... Valentine retten. Bei die Fresse. Aber bevor ich das mache, ich habe nämlich noch einen Punkt. Level A. Und zwar, die setzen wir auf. Komm, das setzen wir auf Glück. Okay, hätte zumachen und. Jeder kluge Kopf liest die Public Occurrences. Ich lese jetzt hier gar nichts. Ich muss jetzt hier in geheimer Mission Valentine freien. Kleine Rotzgöre. Der Kryolator ist eine mächtige Prototypgewehr, das Gegner vollständig einfrieren kann. Die Knarre hatte ich noch nicht. Die Karre. Bin ich noch bescheuert. Okay.
Sie vollständig verbrennen. Okay. Nee, nee. Muss aufpassen, nicht, dass ich auf einmal losschieße. Okay. Auf zu Valentine. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Aber es scheint schon ein ganz schöner Weg zu sein. Ist die alte wie überhaupt hinterhergekommen? Natürlich nicht. Hey, warte mal. Die nehmen wir noch mit. Die könnte mir vielleicht noch eine große Hilfe sein. Ich weiß auch nicht, ob die Waffen tragen kann. Aber ich habe ja den Hund. Das ist die Frage, kann ich den Hund hier lassen oder... Ich probiere es einfach mal aus. Los, komm. Nochmal schnell hier unten rein. Ja, ja. Man kann die Presse nicht aufhalten. Wo sind hin? Wo hockt's denn? Da hier. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Komm mit. Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Da ist gar keine Schraube, du doofe Kuh. Die Zeitung kann warten. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Okay. Hund, ich hol dich später wieder ab, mein Guter. Kommst du jetzt mit? Ja, weil die hat einen Knifter, das ist gut. Da habe ich wenigstens noch ein bisschen so Schutz. Und können wir hoffen, dass man dadurch... Groß, laut, korrupt und voller Arschkriege. Und jetzt quatscht die mich die ganze Zeit zu. Los, komm jetzt mit. Ist das die größte gewesen in Diamond City? Gab es da nicht noch was anderes? Ach nee, das andere war ein Polizeirevier. Na gut, Far Harbor und so, das habe ich auf der PS4, aber werde ich mir trotzdem hier auch nochmal den Season Pass nochmal runterladen. Mit Nuka World und sowas. Weil das habe ich auch nochmal übelst Bock, das zu zocken. So, Alter. So, du läufst jetzt sowieso nach Sanctuary zurück. Und wir begeben uns jetzt Richtung... Keine Ahnung, auf jeden Fall Richtung Valentine, um Valentine zu befreien. Von was auch immer, ich weiß es nicht mehr, was es war. So, gucken wir mal, was auf den Straßen hier so abgeht. Trinity Tower, Radio, Fängerstation. Wir müssen jetzt nur aufpassen hier. Weil die Stadt schon ein bisschen gefährlich ist. So übelst neblig hier und da verkackten... Stadt. Ich finde es auch schön, dass ich das mit 60 FPS spielen kann. Also bin ich echt zufrieden. Was ist denn da drüben los? Das ist cooler. Boah, wie viele vor allen Dingen. Ey, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, die Coole zu treffen. Und los, schnell durch. Ich hab auf Ghule nämlich gar keinen Bock. Ach, der freilich. Halt die Klappe. Scheiß Mutanten. Jemand da? Wer ist keiner? Ihr seid alle besoffen. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will noch diesen scheiß Valentine holen. 90, 98. Hm? Schnauze. Mal, was sonst hackt's bei euch?
los. Komm, verdankt. Welche Rüstung? Rechter Arm, linker Arm. So, okay. Machen wir uns schnell ein Stimpack? Nein. Oh, ich muss das wieder so machen. Kleidung. Okay. Das Gute ist, du riechst am Anfang erstmal einigermaßen gut Erfahrungspunkte durch diesen ganzen Scheiß von. So, was noch? Beef, Grundkorken. Ja, es ist Reizel. Ja. Und das wird's gerufen. Sammelaktion. Also von versteckten Dingern finden. So, okay, hier war der Untergrund. Okay. Park Street Station. Station. Okay. Das wird jetzt auch nicht einfach. Das weiß ich, weil da unten waren übelst viele Raider. Also übelst viele Mafia-Typen oder so. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich werde jetzt mal noch schnell mein Inventar durchchecken, was ich jetzt noch von der Waffe mitnehme. Ich habe doch eigentlich so eine Impro-Gewehr. Haben wir 53 Schuss. Okay, das sieht relativ gut aus. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Okay, dann werden wir es jetzt so machen. Wir werden jetzt ein kurzes Päuschen machen und in der nächsten Folge geht es dann weiter, wie wir Valentine befreien. Also, ich bedanke mich wieder und sage erstmal ciao.